Vor allem im Internet auf Deutsch. Das kommt gerade bei jungen Menschen gut an. Den Islam annehmen, ganz einfach. Einmal öffentlich das Glaubensbekenntnis nachsprechen und schon ist man Moslem. Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Durch seine Ideologie verbreitet und bereitet der Salafismus den Nährboden für den Terrorismus. Das heißt, er gibt selbst keine Anleitungen zu Gewalttaten, jedenfalls nicht zu terroristischen. Zwar zu Gewalttaten gegen Frauen und gegen Abtrünnige, Glaubensabtrünnige. Aber er gibt eine so radikale Ideologie mit auf den Weg, dass von da aus der Sprung zum Terrorismus nicht mehr weit ist. Der Sprung zum Terrorismus. Einige Salafisten aus Norddeutschland sind bereits nach Afghanistan gereist, ließen sich dort in Terrorcamps ausbilden. Radikalisiert wurden auch sie durch Videos im Internet. Einer von ihnen, Shahab Dashti aus Hamburg, Kampfname Abu Askar. Er soll mittlerweile ums Leben gekommen sein. Das und wir haben Deutschland und unsere Eltern nur verlassen, um die Religion zum Siege zu bringen. Wir können sagen, dass es Fälle gibt, von denen wir sehr wohl wissen, dass Leute im Internet angefangen haben, sich zu radikalisieren und dann diesen Sprung von der virtuellen in die physische Welt gemacht haben. Das heißt, dann in richtige Trainingssaal gefahren sind und später eben versucht haben, Terroranschläge zu begehen oder tatsächliche Terroranschläge begangen haben. Auch der Attentäter, der am Frankfurter Flughafen Anfang März 2 US-Soldaten erschoss, hat sich in seiner Wohnung in Deutschland über das Internet radikalisiert. Vollkommen autark. Attentäter wie er haben längst keine direkte Verbindung mehr zu Bin Ladens Al-Qaida. Viele Mitglieder, Anhänger des Dschihad und der islamistischen Szenen in verschiedensten Regionen, in Hamburg und vielen anderen deutschen Städten, europäischen Städten, hatten keine wirklichen organisatorischen Anbindungen an Al-Qaida, an Osama Bin Laden. Die haben von dem keine Aufträge erwartet. Die hatten auch eigentlich nicht die Idee, sie könnten ihn je besuchen. Aber sie hatten das Gefühl, das ist so eine Art Schirmherr, dem ordnen wir uns zu, der bestimmt unsere Identität als Leute, die dem Aufruf zum Dschihad folgen. Mit dem Dschihad, dem heiligen Krieg gegen die Ungläubigen, mit Gewalt und Terror, wollen Vogel und Einladung zum Paradies offiziell nichts zu tun haben. Dennoch. Die Gefahr ist, dass alle Extremisten, ob rechts, links oder islamistische Extremisten, sich tarnen, um sich selbst nicht strafrechtlich angreifbar zu machen. Sobald sie offen zu Straftaten aufrufen, machen sie sich strafbar, können verboten werden und persönlich belangt werden. Deswegen ist es die Strategie aller Islamisten und sonstigen Extremisten, möglichst doppeldeutig zu agieren, sich nicht angreifbar zu machen, aber doch unterschwellig genau ihre Propaganda zu betreiben. Und jeder, der Ohren hat zu hören, der weiß, wie die Botschaft lautet. Und die Botschaft beunruhigt. Das Bundesinnenministerium prüft deshalb bereits ein Verbotsverfahren gegen Einladung zum Paradies. Und heute hat übrigens das Frankfurter Ordnungsamt eine für Samstag geplante islamistische Solidaritätskundgebung für Osama Bin Laden verboten. Dort wollte der salafistische Prediger Pierre Vogel, den Sie gerade im Film auch gesehen haben, ein islamisches Totengebet für Bin Laden sprechen. Ob Vogel gegen das Verbot vorgeht, ist bislang nicht bekannt.